Ein Leckerbissen, reich an Fleisch. Jetzt live, die Spitzen der Parlamentsparteien. Im Sommergespräch mit Tobias Pötzelsberger. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem vierten Sommergespräch 2019. Heute geht es um die SPÖ. Die Partei hat gerade ihre Wahlkampfkampagne präsentiert und setzt auf Menschlichkeit und Gemeinsamkeit. Angeführt wird sie dabei von Pamela Rendi-Wagner, der ersten Frau überhaupt an der Spitze der österreichischen Sozialdemokratie. Und jetzt ist sie hier bei mir. Guten Abend, danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Sie sind seit einem Dreivierteljahr an der Spitze der SPÖ. Das ist Ihr erstes Sommergespräch. Wie fühlen Sie sich? Wunderbar, sehr gut. Bin gerade zurück von meiner dritten Bundesländertour. Bin aufgeladen mit Zuversicht und auch viel Zuspruch. Im Urlaub waren Sie in Italien, Jesolo oder Bibione oder so. Jesolo, Genau, quasi fast ein österreichischer Ort, oder? Ein bisschen, Sommer, ja. Und dann haben Sie einen Abstecher nach Frankreich gemacht. Da sind Sie dann fotografiert worden in einem Nobelclub, ist ein Politikum geworden. Wie haben Sie das wahrgenommen? Naja, ich meine, ich habe einen Sommerurlaub mit meiner Familie, mit dem Hund gemacht. Wir sind in unser Stammhotel nach Jesolo gefahren und haben dann geplant, das zu machen, was ich mir seit Jahren schon gewünscht habe, nämlich nach Südfrankreich auch einen Abstecher zu machen. Ich war dort noch nie in meinem Leben. Ist sich dann auch gut ausgegangen und war dann eine schöne Woche in Südfrankreich. Haben einen Nachmittag in einem Strandlokal dort verbracht mit Kindern und auch Freunden, die wir aus Wien getroffen haben. Und dann ging es nach Kärnten und in die Steiermark, wo ich den 20. Hochzeitstag noch gefeiert habe mit meinem Mann. Was ich Sie immer schon fragen wollte, ist etwas Persönliches, wenn ich darf. Ich höre nämlich immer beides, Pamela Rendi-Wagner oder Pamela Rendi-Wagner. Wie passt Ihnen am besten? Was ziehen Sie vor? Also mir ist es wirklich ganz gleich. Ich glaube, es muss einfach, der das ausspricht, muss sich damit wohlfühlen. Und die ältere Generation, meine Großeltern, haben sich mit Pamela sehr schwer getan. Für die war ich immer die Pamela, für die Jüngeren eher die Pamela oder Pam. Ja. Frau Rendi-Wagner, ich schlage vor, wir sprechen über Politik und setzen uns dafür. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns einen Beitrag über Wunderbar. Sie. Die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht dazu da ist, das Leben der Menschen etwas leichter zu machen. Pamela Rendi-Wagner, Ärztin, Wissenschaftlerin, politische Quereinsteigerin und die erste Frau an der Spitze der SPÖ. Fachlich ausgezeichnet, parteipolitisch unerfahren, das heißt es 2017, als Rendi-Wagner zur Gesundheitsministerin ernannt wird. Davor informiert sie die Öffentlichkeit als Sektionschefin über Impfungen und Epidemien. Krisenerfahrungen, die in der SPÖ nicht schaden. Nach dem überraschenden Rücktritt von Christian Kern übernimmt sie die Partei. Von hier aus rennen wir jetzt alle gemeinsam. Dass die Partei geschlossen hinter ihr steht, zeigt sich beim Misstrauensantrag. Interner Gegenwind kommt allerdings nicht selten aus Ost und West. Es ist ein deutliches Zeichen der Schwäche der Sozialdemokratie. Inhaltlich setzt sie auf Arbeit, Wohnen, Pflege und Klimaschutz. Ihr Wahlkampfmotto: Menschlichkeit. Mit den Themen hat die Sozialdemokratie nicht das Problem. Das liegt in erster Linie am Wiederaufstieg der Grünen. Vielen Dank für die Blumen. Einen Grund zur Besorgnis sieht Rendi-Wagner trotz schwacher Umfragewerte nicht. Sie stellt den Führungsanspruch und verspricht Schluss mit der Selbstbeschäftigung. Getreu dem Wertekompass ihres Vorgängers scheint zumindest eines geklärt: keine Zusammenarbeit mit der FPÖ. Ich will dich nicht. Jedenfalls, solange die Vorsitzende Rendi-Wagner heißt. Ja, Frau Rendi-Wagner, heute in 5 Wochen, da haben wir schon gewählt und vor einem Monat, habe ich gelesen, haben Sie gesagt, die Aufholjagd aus Sicht der SPÖ beginnt. Aber in den Umfragen merkt man überhaupt nichts davon. Sind Sie auf dieser Aufholjagd irgendwo falsch abgebogen? Nein, ganz und gar nicht. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum nicht. Weil wir absolut in der richtigen Richtung unterwegs sind. Es bewegt sich etwas. Das ist das, was ich in meinen Bundesländergesprächen mit Tausenden oder sagen wir mal mit Hunderten Menschen persönlich erfahren und gespürt habe, diesen wachsenden Zuspruch. Wir sehen auch, dass die Umfragen hier eine Dynamik zeigen, dass wir einen Aufwärtstrend haben. Ja, das ist noch nicht alles und da ist noch ein Weg zu gehen. Und ich wäre auch lieber gern vorne. Aber wir wissen auch, Umfragen sind Momentaufnahmen
Und ein Drittel der Bevölkerung hat sich noch nicht entschieden. Ja, aber bei den Umfragen bewegt sich nicht so viel. Sie liegen immer zwischen 20 und 23%, 10 bis 15% hinter der ÖVP. Trend. Aber Sie sagen gleichzeitig, Sie stellen den Führungsanspruch in Österreich. Auf welcher Basis? Auf Basis der Umfragen kann es irgendwie nicht sein, oder? Naja, auf Basis dessen, dass wir wissen, dass sich die Menschen, das ist generell bei Wahlen jetzt in den letzten Jahren so gewesen, immer später entscheiden, immer später zum Wahltermin hin und manche oft erst in der Wahlkabine. Das heißt, es lohnt sich bis zur letzten Minute Wahl zu kämpfen um das Vertrauen um jede einzelne Stimme. Das heißt, Sie glauben, die Nichtwähler drehen es für Sie noch zu Ihren Gunsten? Nein, das sind die, die jetzt nicht in den Umfragen angeben, entschieden zu sein. Das ist ein Drittel der Bevölkerung. Das ist eine sehr große Gruppe an Wählerinnen und Wählern. Und deswegen lohnt es sich, für jede einzelne Stimme zu kämpfen. Und ich sage Ihnen, ich werde das tun, weil ich habe in meinem Leben gelernt zu kämpfen. Und ich habe in meinem Leben auch gelernt, wenn man Energie, Eifer und wirklich den Glauben daran, dass es das Richtige ist, hineinlegt, dann kann vieles passieren. Also Sie glauben noch daran, höre ich da heraus. Können Sie aus Überzeugung wirklich sagen, die SPÖ wird Erste, ich, Pamela Rendi-Wagner, werde Bundeskanzlerin, sagen Sie das? Das sage ich, weil es möglich ist. Ja. Weil hätten wir vor 3 Monaten dieses Gespräch geführt, dann wäre es ein Frühlingsgespräch und kein Sommergespräch gewesen. Aber dann hätte niemand gedacht, dass wir am 29. September wählen. Ja, aber Sie wissen, wie schnell sich, gerade Sie wissen das, weil Sie waren da sehr aktiv in der Zeit beim ORF, wie schnell sich die Dinge über Nacht ändern. Ein Video hat die Politik in Österreich auf den Kopf gestellt. Es gab Neuwahlen. Wir alle haben uns das jetzt den Zeitpunkt nicht ausgesucht. Aber das zeigt, wie schnell sich Dinge in der Politik ändern können. Ja, aber es kann auch einfach sein, dass diese paar Wochen jetzt wahnsinnig schnell vergehen und es tut sich ja nichts, wenn kein Riesenskandal mehr ausbricht. Ihnen droht ja das schlechteste Ergebnis in der Zweiten Republik aus Sicht der Sozialdemokratie. Wie gesagt, zwischen 20 und 23% sind Sie jetzt und das schlechteste Ergebnis war 26,8%. Ist das unangenehm? Das ist nicht unangenehm, weil wir die Wahl noch nicht geschlagen haben, weil noch 5 Wochen sind. Quasi. Und 5 Wochen sind eine halbe Ewigkeit. Und es ist ein Wahlkampf. Und da gilt es, die Dynamik, die es jetzt gibt, da dreht sich etwas und andere haben einen Abwärtstrend, wir haben einen Aufwärtstrend in also, den Umfragen. Es ist alles okay, es läuft rund. Nein, ich wäre lieber auf Platz 1 und natürlich wäre ich lieber gern vorne. Aber die Dynamik stimmt, die Richtung stimmt und unser Programm stimmt. Und ich weiß, dass man viel erreichen kann und dass alles möglich ist. Ich würde gerne zu Ihnen persönlich noch kommen. Es gibt einige Kommentatoren und Kommunikationsexperten, die Sie beschreiben als unauthentisch, angestrengt, gekünstelt. Das Profil schreibt zum Beispiel, alle finden Pamela Rendi-Wagner ungemein sympathisch, aber niemand nimmt sie richtig ernst. Fühlen Sie sich wohl in der Spitzenpolitik? Ich fühle mich wohl in der Spitzenpolitik. Ich bin vor 2 Jahren, mehr als 2 Jahren jetzt dort hineingekommen, ungeplanterweise. Ich habe nicht lange nachgedacht, ich habe gewusst, hier geht es um eine Entscheidung für die Zukunft, zumindest jetzt bei der Parteispitze, die ich übernommen habe. Und hier geht es um die Zukunft. Ich habe eine Vision und für die kämpfe ich und für die renne ich bis, wenn Sie wollen, 1:05 am 29. September. Aber wie kommen diese Leute auf diese Einschätzung, glauben Sie? Naja, das müsste man diese Leute genauer fragen. Ich fühle mich wohl. Ich bin hier, so wie ich es immer in meiner Rolle beruflich war. Ich war Ärztin, ich war Wissenschaftlerin und habe immer einen Leitgedanken gehabt, der mich angetrieben hat und das tut es noch heute. Das Leben der Menschen zu verbessern. Damals war es die Gesundheit, die ich verbessern wollte. Heute konkret will ich das Leben der Menschen durch die Politik verbessern. Das ist das, was manche eben sagen. Als Ärztin waren Sie erfolgreich, als Sektionschefin, dann eigentlich als Gesundheitsministerin unumstritten. Und dann an der Spitze der Partei hat es ein bisschen zu bröseln vielleicht begonnen. Da ist auch aus der eigenen Partei so ein bisschen Kritik gekommen. Hat sich da irgendwie was geändert? Naja, also wir haben eine große Veränderung gehabt letztes Jahr. Die hat alle überrascht. Die hat auch mich überrascht im September 2018. Wir erinnern uns an den plötzlichen Rücktritt von Christian Kern. Und jetzt kam es dann zu einer Veränderung, nämlich ich als Nachfolgerin. Und da brauchen einige länger und einige vielleicht weniger lang, um sich dran zu gewöhnen. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir die erste oder dass ich die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie bin. Das war ein wichtiger Schritt für die SPÖ.
Nach innen hin ist es ja manchmal etwas schwierig in der SPÖ. Ich bin unlängst mit ein paar politischen Beobachtern zusammengestanden und wir haben uns ein bisschen unterhalten über die SPÖ und über Sie. Und irgendjemand hat dann gesagt, naja, die SPÖ, man könnte zugespitzt formulieren, die hat so ein 3D-Problem. Das 3D-Problem heißt Doskozil, Dornauer, Trotzter. Die Basis fremdelt ein bisschen mit Bundesgeschäftsführer Trotzter. Georg Dornauer von der SPÖ Tirol fällt immer wieder mal auf mit Querschüssen. Hans-Peter Doskozil, recht ähnlich. Nervt Sie das? Hält Sie das auf, wenn Sie da immer wieder mal ordnend eingreifen müssen? Aber wir können die ganze Sache auch umdrehen. Wir sind eine breite Bewegung seit 130 Jahren und wir haben viele Köpfe. Wir haben da wirklich gute Leute. Der Hans-Peter Doskozil auf dem sicherheitspolitischen Gebiet, Dornauer seine Kompetenzen als junger, aufstrebender Tiroler, der jüngste Landesparteivorsitzende, den die Sozialdemokratie hat. Thomas Trotzter mit einer wirklich auch guten, profunden Erfahrung, politischen Erfahrung als Minister und davor auch. Ich sage, das macht uns aus, die Breite und auch die Vielfalt. Und das ist eine Stärke der Sozialdemokratie, das ist die DNA. Und ja, ich würde auch gern die eine oder andere Diskussion vielleicht nicht öffentlich in der Partei führen, sondern im Wohnzimmer, wie der Michel Häupl einmal gesagt hat. Das muss man vielleicht etwas noch stärker hier hervorstreichen. Aber es ist eine Stärke, dass wir diese Vielfalt haben. Also das 3D-Problem sehen Sie nicht? Nein, das sehe ich nicht. Weil wir gerade beim Herrn Dornauer waren, der hat jetzt ein Interview gegeben in dem sehr umstrittenen Magazin Info Direkt, das viele nach ganz rechts außen platzieren. Und er hat gesagt, er schließt bei Koalitionen niemanden kategorisch aus. Also hat er in Richtung der FPÖ gesagt. Sie hingegen sagen, Sie schließen die FPÖ aus, die sei nicht regierungsfähig. Also wer hat jetzt das Zepter in der Hand? Wer schafft an, was tatsächlich passiert? Naja, die Spitzenkandidatin, die vor Ihnen sitzt, die Parteivorsitzende auf Bundesebene, und das bin ich. Und ich habe von Anfang an gesagt, nach diesen 18 Monaten, in denen ich die FPÖ dort erlebt habe, nämlich auf der Regierungsbank, spätestens nach diesem Ibiza-Video, aber weit schon davor mit diesem Innenminister, der sich über das Recht stellt, mit den zahlreichen Einzelfällen, Rattengedichten etc., ist das für mich ganz sonnenklar. Eine FPÖ hat auf der Regierungsbank nichts zu suchen und demnach ist es auch kein politischer Partner für mich. Was ist denn Ihr Wahlziel in Prozent ausgedrückt? Also numerische Prognosen zu geben, ist etwas, das niemand kann. Das ist kann. Ja keine Prognose, das ist ein Ziel, habe ich gesagt. Das ist ein Ziel, dass wir so stark wie möglich werden, weil wir Ziele und Visionen haben, weil ich habe 18 Monate jetzt erlebt, aus der Oppositionsperspektive. Und ich habe erlebt, dass ich jetzt weiß, Österreich kann es besser. Ja, das ist etwas, wofür es am 29. September geht. Also sagen Sie mir eine Ziffer oder wollen Sie eher nicht? Wir wollen die stärkste Partei in Österreich werden. Haben Sie eine Schmerzgrenze nach unten, wo Sie sagen, puh, das ist mir zu schlecht, ich trete zurück? Nein, ich habe mein Ziel vor Augen, das ist die SPÖ zur stärksten Kraft des Landes zu werden, weil es uns nur so gelingt, unsere Konzepte, unsere Maßnahmen, unsere Vision für ein sozial gerechtes, für ein wirtschaftlich starkes, für ein ökologisches Österreich, für ein starkes Österreich nach dem 29. September auf den Boden zu bringen. Und weil wir der einzige Garant sind, die zweitgrößte Partei dieses Landes, dass die Ibiza-Koalition 2 nach dem 29. September nicht zustande kommt. Aber da brauchen Sie die ÖVP dazu, rein rechnerisch. Ich weiß schon, dass Sie das jetzt wahrscheinlich nicht so gern tun, Koalitionen rechnen, aber machen wir es trotzdem vielleicht kurz. Rein rechnerisch sind Sie eigentlich der ÖVP ausgeliefert. Also wenn Sie regieren möchten, dann müssen Sie mit der ÖVP das gemeinsam machen. Machen Sie die Vizekanzlerin auch unter Sebastian Kurz? Da haben wir ein kleines Geräusch im Hintergrund gehört, aber ich hoffe, es stört nicht. Machen Sie die Vizekanzlerin unter Sebastian Kurz? Also warten wir mal ab, wie das Wahlergebnis ausschaut und wer wen fragt hier in den Regierungsverhandlungen. Da kann man überhaupt nichts vorwegnehmen, 5 Wochen bis zur Wahl. Sie können ja wissen, ob Sie Vizekanzlerin werden wollen. Nein, aber das nimmt ja vorweg, dass Kurz hier erster Platz ist. Warten wir ab. Aber interessant ist ja, die Plakate der ÖVP und der FPÖ hier anzuschauen. Die ÖVP plakatiert Weg fortsetzen. Die FPÖ spricht von Fortsetzung auf den Plakaten der Koalition. Also das heißt, was heißt das? Das heißt Fortsetzung der Ibiza-Koalition. Nach all dem, was passiert ist, das ist schon erschreckend. Und es hat mich kürzlich ein Kellner in einem Lokal angesprochen, der gesagt hat, warum wählen wir denn eigentlich, wenn das der Plan ist, der schon im Hinterzimmer ausgemacht ist? Aber Sie wollen diese Koalition vermeiden. Also müssen Sie ein bisschen werben um die ÖVP, oder?
Ich werbe um jede einzelne Wählerinnen- und Wählerstimme bis zum 29. und nicht um Sebastian Kurz. Eine schöne Politikerinnen-Antwort. Aber das ist meine Aufgabe und ich bin bei den Menschen und die sind die, also, wofür ich auch renne bis zum 29. Ich halte fest, nicht mit der FPÖ, unter Umständen mit der ÖVP, ÖVP sehr wohl und wenn, alle, womöglich auch als Vizekanzlerin offen. Unter Sebastian Kurz, wenn die Umstände passen. Also ich habe eine Partei ausgeschlossen, alles andere hängt vom Wahlergebnis ab und das wissen wir um 17 Uhr irgendwas am 29. September, da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Ich habe ein paar Mini-Fragen für Sie vorbereitet, Frau Wendy Wagner. Das sind ganz kurze Fragen und ich bitte Sie um eine ganz kurze Antwort. Brechen wir sozusagen das ein bisschen durch, jetzt lange Frage, lange Antwort und halten wir uns vielleicht kurz. Geht's? Ja. Gehen Sie zum Wahlarzt oder zum Kassenarzt? Ich gehe sowohl als auch. Haben Sie schon einmal Heidi Horten getroffen? Nein. Die Schauspielerin Christiane Hörbiger hat den Misstrauensantrag der SPÖ gegen die Regierung Kurz als, Zitat, völlig verblödet bezeichnet. Möchten Sie, Frau Hörbiger, jetzt etwas entgegnen? Ich habe Sie eingeladen zu einem Gespräch, weil ich sage, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber man sollte miteinander reden und sich austauschen können. Und ich glaube, sie hat da nicht alles verstanden, was meine Beweggründe waren für diese für Österreich wichtige Entscheidung. Finden Sie, dass Wasserstoffautos die Lösung für das CO2-Problem auf den Straßen sind? Ich glaube, das ist eine Lösung, die noch sehr weit in der Zukunft liegt und Wissenschaft beschäftigt sich damit, das stimmt. Aber wir brauchen Lösungen, die davor sind. Wir brauchen einen Ausbau der sauberen Verkehrsmittel wie die Bahnnetze. Wir brauchen günstige Tickets wie das SPÖ-Klimaticket und Pendlerbonus. Das sind die Antworten, die wir jetzt gleich geben müssen. Gute Antworten, kurze Antwort vielleicht bitte. Was kostet ein Liter Milch der günstigen Sorte im Supermarkt? Das ist ca. 1,20 Euro. Dürfen Ihre Kinder soziale Medien benutzen? Ja, aber begrenzt. Ich versuche das sehr an Grenzen zu halten. Vermeiden ganz lässt sich es bei uns zumindest nicht. Und wann haben Sie zuletzt ein Schnitzel gegessen? Ha, das war am Samstagabend, das war in Cordon Bleu. Sie wissen, warum ich das frage, vertiefen wir es wieder ein bisschen. Sie haben im Internet auf Twitter geschrieben, das Schnitzel darf nicht zum Luxus werden. Mhm. Entscheidend sind faire Preise für die Bauern, Tierschutz und leistbares Fleisch. Das Schnitzel darf also nicht teuer sein und die Bauern sollen auch gut bezahlt sein und den Tieren soll es auch gut gehen. Das widerspricht sich. Nein, schauen Sie, ich habe mich ganz klar gegen eine Fleischsteuer hier ausgesprochen als angeblich ökologische Maßnahme zum Schutz des Klimas, weil es eines macht und dasselbe trifft übrigens auch auf die CO2-Steuer auf dem Rücken der Verbraucherinnen und der Verbraucher zu. Die Politik darf einen Fehler nicht machen bei der Klimapolitik. Sie darf die Verantwortung nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abschieben, indem sie glaubt, einfach durch Verteuerungen des Benzins oder Verteuerungen des Fleisch hier Lenkungseffekte zu erzielen. Wir wissen, dass die nicht erzielt werden und wir wissen auch, dass es eine Gruppe gibt, die bestraft wird, nämlich die, die geringverdienend sind, die schon jetzt sich die jeden Cent ab dem 25. des Monats vielleicht umdrehen, um Lebensmittelgute zu kaufen. Und das will ich nicht. Aber was darf denn ein Schnitzel kosten, Ihrer Meinung nach? Muss es teurer werden oder passt eh der Status quo? Ich glaube, dass wir über den Schnitzelpreis per se Fleisch. Jetzt keine Klimapolitik, die auch nachhaltige Effekte hat, regeln können. Da müssen wir ganz woanders ansetzen. Wir müssen dort ansetzen, wo die großen Klimasünder sind. In der Schwerindustrie und das sind die Schwertransporte. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe ein bisschen in meiner Verwandtschaft herumgefragt, bei den Älteren in meiner Verwandtschaft und die zu diesem Thema. Und die haben dann alle gesagt, naja, Schnitzel darf nicht Luxus werden. Früher war Fleisch sehr wohl Luxus. Früher hat es Fleisch, weiß nicht, einmal am Sonntag gegeben überhaupt. Also, und denen ist auch nichts abgegangen, war dann so die Formulierung, also ja, aber, weniger Fleisch. Aber Herr Betzelsberger, es wird dann eine Gruppe geben, die sich das Schnitzel oder den Lungenbraten oder das Steak weiterhin leisten wird können und auch wird. Und die werden sich vom Fleischgenuss nicht abhalten lassen, indem hier eine Steuer belegt wird, eine sogenannte Fleischsteuer. Und es wird eine Gruppe geben, die sich am Ende des Monats jedes Mal überlegt, ob sie für die Kinder vielleicht noch das Schnitzel oder das Hühnerschnitzel kaufen kann. Das will ich nicht. Das ist sozial nicht gerecht. Also ich will nicht den moralischen Zeigefinger, das dürfen wir in der Klimapolitik nicht haben. Da müssen wir schon viel klüger und verantwortungsvoller denken. Aber Sie wissen ja, dass Experten sagen, dass der Fleischkonsum für einen wesentlichen Teil der Emissionen verantwortlich ist. Je nachdem, was man da reinrechnet, bis zwischen 20% und 40%. Da gibt es ja wohl Experten, die sagen, Fleisch ist zu billig vielleicht. Aber der wichtigste Hebel und der größte Hebel in der Klimapolitik ist es eindeutig nicht. Und ich
bin wirklich gewohnt, dass man auf Fakten und Evidenzen hier Entscheidungen trifft. Das muss ein Paket sein. Das waren die Fakten, ja. Aber ich sage Ihnen, man muss auch wissen, ob es Lenkungseffekte überhaupt erzielt. Und ich kenne die Diskussion vor einigen Jahren von der Zuckersteuer bei der gesunden Ernährung, Gesundheitsförderung, Prävention. Da gab es das große Geplänkel, wenn wir Zucker teurer machen, wenn die Leute weniger Süßes essen. Glauben Sie das wirklich? Nein. Das Klima ist Ihnen jedenfalls sehr, sehr wichtig. Das werden Sie nicht müde zu betonen. Sie haben in der APA, habe ich es gelesen, vor ein paar Tagen die Forderung erhoben nach einem Klimakonvent. Den wollen Sie einrichten. Einen breiten gesellschaftlichen Konsens wollen Sie da finden mit allen Parteien, Ländern, Städten, Gemeinden, Sozialpartner, NGOs wie Fridays for Future. Dann habe ich geschaut und bin darauf gekommen, das gibt es bereits. Es gibt mit dem Klimaschutzgesetz 2011 ein nationales Klimakomitee. Da sitzen genau die Leute und Organisationen drinnen, die Sie da fordern, sich zu treffen. Haben Sie das nicht gewusst oder wollen Sie eine doppelte Struktur? Also offenbar waren die nicht so aktiv und so präsent und so politisch einfach, weiß nicht, nachhaltig tätig, dass wir sie alle gemerkt hätten. Aber da also war ich Ihre hätte das eigene nicht Partei gemerkt. Dabei, die SPÖ ist da auch dabei. Ja, aber ich sage, jetzt braucht es auf einer hohen politischen Ebene einmal den Beginn eines nationalen Schulterschlusses, dass wir sagen, wir alle sitzen im selben Boot, wenn es um die Klimapolitik geht. Das darf jetzt nicht von Ideologie und Parteipolitik gelenkt sein. Wir müssen die Jugend, die sitzt die wahrscheinlich sitzt da noch ja nicht. Auch, die schon, Fridays for Future am 8.7. war die letzte Sitzung, da war auch Fridays for Future dabei. Also aber was ist der Outcome? Wollen Sie es doppelt? Was war der Outcome dieser Sitzung? Das würde ich gerne wissen. Das hat man uns nicht gesagt, wie wir nachgefragt haben. Das ist aber interessant, Herr Pötzl. Also, Sie wollen nur Minister, Bundeskanzler und noch auf einer höheren Ebene? Oder, nein, aber die Frage, welche Rolle gibt man diesem Konvent? Welche Bewertigkeit dann, wenn es um Politik geht? Nehmen wir die Ergebnisse, die diese Diskussion, ich kenne auch viele Diskussionsrunden und Kommissionen in der Gesundheit, gibt es für jede einzelne Erkrankung eine einzelne Kommission. Aber die Frage ist am Ende, welche Wertigkeit, politische, gebe ich dieser Gruppe? Und ich glaube, das muss ein Symbol sein dafür, wenn wir hier sitzen, dass wir uns alle gegenseitig ernst nehmen mit unseren Vorschlägen und am Ende des Tages rausgehen und sagen, wir wollen ein gemeinsames Projekt, das heißt sauberes Klima, also, saubere Umwelt. Sie ersetzen das nationale Klimakomitee mit diesem Konvent? Oder? Kann man durchaus so sehen und ich würde es gern im Parlament auch angesiedelt sehen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Alle Parteien, wenn man sich so umschaut durch die Parteienlandschaft, haben jetzt, ist wirklich auffällig, so einen grünen Anstrich eigentlich. Sie ja jetzt auch plötzlich, ist ein Riesenthema in der SPÖ. Warum jetzt auf einmal? Ist ein so großes, ist fast das erste Thema. Also eigentlich. Ich glaube, jeder Zuseher und jede Zuseherin kann bestätigen, dass wir alle bereits merken in unserem Alltag, dass der Klimawandel angekommen ist. Das ist der viertheißeste Sommer jetzt in Folge, glaube ich, seit Aufzeichnung der Temperaturen. Das kann der Politik und darf der Politik nicht egal sein. Und am Ende des Tages ist Umwelt- und Klimapolitik auch soziale Politik, weil ich weiß genau, wen es als Ersten trifft. Das sind die sozial Schwächeren, das sind die mit geringen Einkommen, das sind die in hochverbauten urbanen Raum, die keine Klimaanlagen haben, sich es nicht leisten können, in den kühleren Garten am Abend zu gehen, um sich abzukühlen. Das sind die, die unter der Hitze leiden oder die Bauarbeiter, die 8 bis 12 Stunden bei 36 Grad arbeiten müssen. Das heißt, es kann mir nicht egal sein, dass wir diese Klimakrise haben und es kann mir auch deswegen nicht egal sein, weil ich Kinder habe. Und ich genau für die auch eine Verantwortung, wie wir alle, für unsere Kinder in Österreich und für die Jugendlichen, für die Zukunft haben. Ich habe mir Ihre Antrittsrede angeschaut. Wie gesagt, das war am 24. November, glaube ich, also vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Da haben Sie über vieles gesprochen, Sebastian Kurz und Migration und Mieten und Bildung, aber über den Klimaschutz nicht, mit keinem Wort erwähnt. Das heißt, das ist jetzt wirklich gerade mal passiert, weiß nicht, mit dem Blick auf den Erfolg der Grünen zum Beispiel. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe über viel gesprochen und diese Rede war über eine Stunde. Über das Klima Stunde. Nicht, ja. Hätte ich das Klima, ich hätte noch 5 andere Themen auch gerne besprochen. Ja, man muss sich entscheiden bei so einer Rede, was man hier erwähnt. Aber spielt auch der Erfolg der Grünen zum Beispiel eine Rolle? Die sind ja sozusagen stehen vor dem Wiedereinzug wohl ins Parlament, das zeigen die Umfragen. Spielt das auch ein bisschen mit? Denn bei der letzten Wahl hatten Sie auch viele Wähler von den Grünen. Ich kann Ihnen sagen, ich war viel unterwegs. Ich habe auch mit Landwirten gesprochen und Leuten aus der Obersteiermark und dergleichen. Und vor allem, ich bin bei Fridays for Future mitgegangen bei den Demos. Ich habe eine 14-jährige Tochter, die bei Fridays mitgeht und die Greta Thunberg gesehen hat. Fast jeden, nicht jeden, aber fast jeden Freitag, die mir zu Hause natürlich auch sagt, Mama, was machst du dagegen? Das ist natürlich auch in mir ein Reifungsprozess oder ein Prozess, wo ich sage, an dieser Thematik darf die Politik aus Verantwortung heraus nicht vorbeigehen. Aber mir ist wichtig,
dass wir hier eine verantwortungsvolle, mutige Klimapolitik machen und nicht sagen, wir wollen CO2 steuern und die Menschen zum Beispiel, die ich in Landl in der Obersteiermark getroffen habe, die pendeln müssen 60 Kilometer bis ins nächste Spital in Leoben. 60 Kilometer. Die zwar Schienen vor ihrer Gemeinde haben, aber da fährt seit 15 Jahren kein Personenzug mehr. Die sagen, jetzt macht ihr uns das Benzin teuer, wir müssen ins Spital, wir müssen zu unserer Arbeit. Wie sollen wir das mit einer höheren CO2, also mit einem höheren Benzinpreis, denn dann noch schaffen? Ja, das ist nicht sozial ausgewogen. Aber das Gegenargument, das ja manche bringen, ist, dass die CO2-Steuer, die ist ja, sagen ja viele, viele Experten, dass das sozusagen ein sehr, sehr gutes Instrument wäre, um die CO2-Emissionen auf der Straße in den Griff zu bekommen. Und das ist ja der große Treiber. Wenn Sie die CO2-Steuer nicht einführen, wie machen Sie das? Es ist ja nicht eine Frage ja oder nein, sondern welches Modell der CO2-Steuer man hier will. Ja. Und wie man die besten Lenkungseffekte erzeugt. Sprich, was erreiche ich denn damit? Und ich will erreichen, dass die CO2-Emissionen runtergehen. Genau, jetzt kenne ich mich nicht aus. Sie wollen keine CO2-Steuer oder schon Ich will eine? Es nicht auf der individuellen Verkehrsebene, nicht für den Individualverkehr. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, weil wir damit die Pendlerinnen und Pendler bestrafen würden. Wir müssen zuerst in einem ersten Schritt Anreize setzen, damit die Menschen auf saubere Verkehrsmittel, sprich Bahn, überhaupt umsteigen. Und wir müssen die Möglichkeiten schaffen durch Ausbau der Bahnnetze, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, die Bahn zu verwenden. Weil wenn sie nicht da ist, kann ich sie nicht verwenden. Und das ist wichtig, aber die CO2-Steuer will ich sehr wohl auf EU-Ebene. Weil dort ist die Schwerindustrie und die Energiewirtschaft, die über 40% der europaweiten CO2-Emissionen verursacht. Aber Steuerpolitik ist nationale Politik. Also die EU kann bei den Steuern nur wenig mitreden. Aber es gibt derzeit sehr wohl schon die Diskussionen, dass man über eine CO2-Steuer auf EU-Ebene Da müssen dann alle Staaten dabei sein, alle 27 und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Ja, jetzt können wir lang diskutiert, aber dann können wir die EU-Politik überhaupt bald an den Nagel hängen, wenn wir nicht glauben, wenn wir hier keine Visionen haben. Und ich bin überzeugt davon, dass sich dieses Thema, dass die EU sich der Klimapolitik auf jeden Fall zuwidmen muss. Und die CO2-Steuer auf EU-Ebene ist eine ganz wichtige, weil sie können ja nicht alleine Österreich herausgreifen. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung für die heimische Wirtschaft, das schadet der heimischen Wirtschaft, das darf nicht passieren. Aber ich will, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auf saubere Verkehrsmittel umzusteigen und nicht eine Bestrafung durch höheres Benzin. Da haben Sie also ein Klimaticket vorgeschlagen, ähnlich wie es die Grünen auch schon mal als Idee hatten. Ein Bundesland für 365 Euro und dann steigert sich das bis auf ganz Österreich um ungefähr 1.100 Euro. Stichwort die Grünen, die haben auch gerade die Forderung aufgestellt, sozusagen eine Mobilitätsgarantie. Ich habe es mir aufgeschrieben, die fordern 12 Anbindungen pro Tag und Ort. Das wäre diese Garantie. Wären Sie da auch auf der Teil. Seite der Grünen? Absolut, das ist Teil, das sind die flankierenden Maßnahmen, die es braucht. Du kannst nicht nur ein günstiges Klimaticket, das heißt, du machst den Umstieg leistbar, du musst auch die Verkehrsmittel und den Ausbau bereitstellen, damit auch in jedem Ort und mit höherer Taktung die Züge zur Verfügung stehen. Und ich habe jetzt mir das genauer angeschaut, weil das Thema ein wichtiges ist. Pendler nach Wien, das sind 200.000 Pendler täglich nach Wien, das kann man sich gar nicht vorstellen, vor allem die Südstrecke, da gibt es die Pottendorfer Linie. Da pendeln über 100.000 Menschen täglich über die Pottendorfer Linie nach Wien. Ja. Jetzt hat die ÖBB den Plan, das auszubauen, weil der Bedarf ist da. Aber sie wollen das erst 2023. Ich sage, das ist zu spät. Da müssen wir ambitionierter sein. Da muss die Politik sagen, wir greifen hier den ÖBB unter die Arme. Wir unterstützen diesen Bahnausbau, damit aus dem Süden hier das saubere Verkehrsmittel, der Autoschlüssel der Zukunft, wenn Sie so wollen, wird und dass das Auto nicht mehr aktuell ist. Trotzdem sagen eben viele Experten, das wäre eine gute Maßnahme, so eine CO2-Steuer, um das in den Griff zu bekommen. Woher kommt eigentlich der Glaube, dass eine CO2-Steuer so sozusagen problematisch wäre und so eine große Belastung so wehtun würde, weil es gibt wahnsinnig viele Vorschläge, wie man das abfedern könnte, die Steuern auf Arbeit senken, einen Ökobonus auszahlen etc. etc. Also warum der Glaube, dass das so wehtut im Geldbörsel? Weil du die bestrafst, die aufs Auto angewiesen sind. Dann kann man wir, ja ich meine, ich wohne in Wien, das mir ist das jetzt... Das ist ein anderer Weg. Wir haben einen anderen Weg vorgeschlagen, weil ich als erstes will, dass es auch leistbar ist, auf ein sauberes Verkehrsmittel umzusteigen, weil es ist derzeit nichts. Die Bahn ist zum Teil gar nicht so günstig. Und würde ich jetzt alle zwingen, auf die Bahn umzusteigen, ist das nicht... Es sind die Studenten, die aus Vorarlberg, die ich getroffen habe, und die pendeln müssen nach Innsbruck zur nächsten Uni oder nach Graz oder wo auch immer hin, die hier durchaus von so einem Ticket gut Gebrauch machen können. Das ist wichtig, es muss sozial verträglich sein
Und wir dürfen hier die Verantwortung für eine saubere Politik nicht auf die Menschen abwälzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich bin auch für eine Lkw-Maut, weil der Schwerverkehr produziert auch viel CO2. Da werden sich die Frachtunternehmen aber freuen. Ja, kein Mensch wird sich freuen, aber wir sitzen alle im selben Boot. Es gibt nur einen Planeten, Herr Bötzelsberger. Und wir müssen hier deswegen nationaler Schulterschluss. Aber die Frechter werden sagen, uns lassen sie zahlen und alle anderen nicht. Das wird natürlich die Frechterlobby sagen, ne? Sehr, ja, völlig klar. Deswegen gehören die auch an den Tisch. Die Wirtschaft gehört auch hier an den Tisch, genauso wie alle anderen, wie die Sozialpartner. Ich spreche noch immer vom Klimakonvent, weil es wichtig ist, dass wir das als gemeinsame Aufgabe lösen, zuerst diskutieren und lösen. Es gibt auch viele, drehen wir nämlich mal den Spieß ein bisschen um, es gibt auch viele, die sagen, ach, Klimaschutz ist doch gar nicht so wichtig, weil in Wirklichkeit ist Österreich nur ein kleiner Tropfen in einem großen See. Ich habe geschaut, Eurostat hat gerade ausgeschickt, Österreich macht 1,7% der Emissionen in der EU überhaupt aus, also sehr wenig. Was sagen Sie denen, die sagen, sollen doch die anderen beginnen, weil wir stoßen eh so wenig aus? Naja, wir spielen keine Rolle quasi. Ich glaube, wir müssen schon mit gutem Beispiel vorangehen. Und außerdem drohen uns ja Strafzahlungen, wie Sie wissen. Das heißt, die nicht erfolgten Klimamaßnahmen der letzten 2-3 Jahre bezahlen wir, wenn wir hier nicht jetzt rechtzeitig ansetzen, mit einer Strafzahlung an die EU-Kommission von 6,6 Milliarden 2021. Das droht uns. Und ich sage Ihnen, bevor ich 6 Milliarden Strafzahlung nach Brüssel zahle, investiere ich diese 6 Milliarden in Klimaschutz in Österreich. Und einer muss beginnen. Wenn jedes Land so denkt, dann können wir uns von unserem Planeten verabschieden. Dann schlage ich jetzt vor, wir ändern in unserer Gesprächspartitur wieder die Dynamik und die Geschwindigkeit und machen ein paar Mini-Fragen wieder, wenn Sie dabei sind. Können Sie Ihre Mitarbeiter auch in deren Freizeit erreichen, anrufen? Zum Teil, ja. Also die engsten Mitarbeiter, wobei wir uns auch gönnen hier Teil am Wochenende, wo wir uns nicht erreichen. Sie haben unlängst gesagt, in der Landespolitik geht es nur um Kreisverkehre und so. Meinen Sie das wirklich ernst? Naja, das war im Kontext FPÖ und Koalition, wo ich gesagt habe, eine FPÖ-Koalition auf Bundesebene, wo diesmal ja der Fall war, dass die FPÖ das Innenressort und das Verteidigungsressort seitens der ÖVP bekommen hat, ist eine andere politische Dimension. Hier ist die FPÖ zuständig für 3 Geheimdienste. Es ist eine Innensicherheitsfrage, innen- und außenpolitisch, die hier damit verknüpft ist. Und verfassungsrechtliche Dinge auf Bundesebene, während auf der Landesebene... Mini-Frage. Ja, aber auf der Landesebene... Aber es ist eine große Frage. Das müssen Sie mir schon zugestehen. Also aber auf der Landesebene... Ist verkürzt, meinen Sie, oder? Haben wir keine Geheimdienste. Es sind keine großen verfassungsrechtlichen Themen zu klären, gibt es kein Innenressort. Die großen Themen sind, Sie wissen, Schulen, die großen Themen sind Pflege, Kreisverkehre, Verkehrspolitik, alles wichtige Bereiche. Aber die sicherheitspolitische, demokratiepolitische Dimension ist eine andere. So, und jetzt machen wir wirklich eine Mini-Antwort bitte. Mit welchem Landeshauptmann oder Landeshauptfrau telefonieren Sie am öftesten? Hui. Je nach Bedarf. Ich glaube, das wäre jetzt... Ja, Mehrfachantwort nicht gültig. Nein. Also immer dann, wenn es notwendig ist, da gibt es Phasen, wo ich mit dem sehr viel telefoniere und dann wieder mit dem anderen. Haben Sie schon alle Mitglieder der Übergangsregierung einzeln getroffen persönlich? Fast alle. Braucht Österreich ein strengeres Waffenrecht? Ja, würde ich sagen. Ja, ist jetzt nicht meine Spezialität, aber hier strenger zu sein, wird nicht schaden. Wann waren Sie zuletzt einen ganzen Tag zu Hause? Gestern. Und letzte Frage, Sie stecken vergleichsweise viel Geld in Facebook. 165.000 Euro waren es seit März, das ist deutlich mehr als andere. Was kauft man sich da? Also Likes oder Zuneigung? Oder warum investieren Sie da so? Ich glaube, dass keine politische Partei heutzutage auf soziale Medien als Kommunikationsmittel verzichten sollte. Die SPÖ hat das lange Zeit vielleicht etwas vernachlässigt, also bevor meiner Zeit sicher nicht der große Trend gewesen. Ich glaube, dass wir wissen, dass der Trend, Informationen zu beziehen, sehr stark mehr und mehr, vor allem bei jungen Gruppen, über soziale Medien läuft. Da ist es wichtig, wenn wir unsere Inhalte, unsere Botschaften, unsere Konzepte vorstellen wollen, auch diese Schiene zu nutzen. Es bringt mich zum Geld. Sie haben ein neues Parteiengesetz beschlossen im Nationalrat vor einigen Wochen. Das sieht strengere Spendenregeln vor. Aber es gibt viel Kritik daran, denn der Rechnungshof darf weiterhin nicht genau in die Bücher der Parteien schauen. Warum? Er tut es jetzt im Wege
von zwei unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Nur, dass man das jetzt mal so stehen lässt. Die Wirtschaftsprüfer prüfen grob, aber niemand darf genau in die Bücher schauen. Ich bin der Meinung, wenn die Experten am Ende eines ehrlichen Diskurses, wenn das jetzt breite Experten vielleicht auch aus dem Ausland sind, die man hier beiziehen kann, zum Schluss kommen, dass wir mehr Parteientransparenz brauchen und dass das im Wege des Rechnungshofs, zum Beispiel Rechnungshofsausbau der Kompetenzen der beste ist, dann bin ich dem aufgeschlossen gegenüber und dann können wir diesen Weg gehen. Aber ich habe gelernt, wirklich ehrlich die Diskussion zu führen und nicht in einem Wahlkampfgeplänkel und schon gar nicht in den zwei Wochen, die wir damals für das Gesetz Zeit hatten. Aber warum nicht? Sie haben ja den Rest auch in zwei Wochen beschließen können. Warum können Sie das nicht reinschreiben? Ich glaube, wir haben alle Ibiza erlebt. Wir haben alle erlebt, ja, genau, wie hier diese Ibiza-Konstruktionen bleiben ja weiterhin offen, sagen Ihre Kritiker. Genau, und wir haben einen Riegel vorgeschoben. Wir haben es geschafft. Bei diesen Vereinskonstruktionen und so nicht. Na, aber wir haben einen Riegel der käuflichen Politik vorgeschoben, in dem Sinn, dass wir Spendenobergrenzen, die es in der Form nicht gegeben hat, auf der Höhe stärkere Strafen, dass wir diese Dinge, ausländische Spenden, verhindert haben. Und das war notwendig in aller Kürze, zwei, drei Wochen sind eine kurze Zeit, um zu einem Allparteienkonsens zu kommen. Es ist uns gelungen, weil wir einen sauberen Wahlkampf erzielt haben. Das Gesetz war ja kein Allparteienkonsens, die hat nicht zugestimmt. Die hat da nicht mitgestimmt, aber es waren immerhin Stimmen. Aber ich frage aus einem anderen Grund. Der Rechnungshof darf in Österreich alle Unternehmen prüfen, die mehr, an denen die öffentliche Hand mit 50% oder mehr beteiligt ist. Sie, die SPÖ, bekommen heuer fast 20 Millionen Euro aus dem Steuertopf. Da sind die Länder und Gemeinden noch gar nicht mitgerechnet. 8 Millionen. Ich habe gerade mit Hubert Zickinger, dem Parteienforscher, gesprochen. Okay, mir liegen 8 Millionen. Clubförderung, Parteienförderung. Also nehmen wir Club dazu. Alles zusammen. 20 Millionen Euro aus dem Steuertopf. Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Ich würde nur kurz die Frage fertigstellen. Ja, gerne. 20 Millionen Euro aus dem Steuertopf, das ist bei weitem der größte Posten in Ihrer Bilanz. Der nächste Posten sind, glaube ich, die Mitgliedsbeiträge mit 4 Millionen Euro. Also warum lässt man dann nicht von vornherein den Rechnungshof, das offizielle Prüforgan der Republik, da reinschauen? Also ich sage ja noch einmal, ich bin ja offen, diese Diskussion zu führen. Und ich bin die Erste, die gesagt hat... Sie wären jetzt dafür? Wenn wir eine ehrliche Diskussion im Sinne einer Expertengruppe, das kann man Waisenrand nennen, im Bundeskanzleramt, im Justizministerium angesiedelt. Ich habe das gefordert. Ich habe gesagt, setzen wir hier Experten zusammen. Das sind Demokratieexperten, Juristen, Verfassungsrechtler, die sich mit dieser demokratiepolitisch wichtigen Thematik für Österreich auseinandersetzen. Und wenn am Ende dieser Diskussion rauskommt, dass für Österreich der Weg über den Rechnungshof der beste ist, ja, dann machen wir ihn gerne. Also da bin ich überhaupt niemals dagegen gewesen. Aber gehen wir nach Deutschland, dort ist das Modell ein ganz anderes. Ich kann mich an ein Interview mit Ihnen im ORF Report erinnern. Da haben Sie ein bisschen sozusagen das angezweifelt, ein bisschen in den Raum gestellt, dass die Beamten des Rechnungshofes sozusagen gebunden seien und da vielleicht im Auftrag von irgendjemand anderem arbeiten würden. Also das würden Sie so nicht mehr sagen für euch heraus? Nein, ich habe mich damals der Debatte verschlossen, dass das gegenwärtige System einfach von Grund auf, und das sagen ein paar, ein schlechtes wäre. Das wurde 2012 übrigens erst beschlossen, es wurde jetzt verschärft und mit den jetzigen Verschärfungen ist es für mich eigentlich akzeptabel. Aber ich stelle mich dieser Diskussion, sollen die Experten das bringen, aber Deutschland hat zum Beispiel ein ganz anderes System. Sagen ja eh schon alle Experten Österreich zumindest, dass aber dieses... Aber Deutschland ist ganz anders. Wir reden ja nicht über Deutschland, sondern über Österreich. Es sagen in Österreich alle Experten, dass der Rechnungshof wohl hineinschauen sollte. Aber Sie haben eh schon gesagt, Sie wären grundsätzlich dafür. So viel habe ich da noch nicht gehört. Es sind immer die gleichen, die sich da melden. Aber ich glaube, dass man diese breite Gruppe durchaus zusammensetzen lassen kann. Und ja, legen wir alle Evidenzen, Fakten auf den Tisch und reden wir drüber. Aber es ist kein Wahlkampfthema, Herr Bötzelsberger. Aber ein Thema für ein Sommergespräch vielleicht. Super, aber, ja. Weil wir gerade beim Geld sind, Sie haben eine Forderung aufgestellt, 1.700 Euro Mindestlohn für alle in Österreich und zwar steuerbefreit. Jetzt sind Kollektivvertragsverhandlungen und Gehaltsverhandlungen in Österreich Sache der Sozialpartner. Warum fahren Sie da rein? Nein, ich sage einfach, dass es notwendig ist, weil auch das, ich war froh, dass ich jetzt 8 Wochen intensiv mit Menschen gesprochen habe. Und eines, was immer wieder kommt, das Leben wird immer teurer. Mhm. Und das sehen wir, wenn wir die Inflationsrate anschauen, so liegt die Kosten des täglichen Einkaufs in den letzten Jahren, haben sich doppelt so hoch entwickelt wie die Inflationsrate. Das ist nicht gut. Das merken die Menschen oft mit niedrigem Einkommen schon am 20., 25. des Monats, weil sie jeden Cent umdrehen müssen, damit sich der Einkauf noch ausgeht. Und noch schlimmer die Situation, wenn ich an meine Gespräche einer Familie in Innsbruck erinnert, die sagen, wir geben 40% unseres gesamten Familieneinkommens für die Miete aus. Und das ist inakzeptabel. Diese
diese Mietexplosion der letzten Jahre. Das heißt, wir müssen hinschauen und wir sehen eine Situation, jemand, der 40 Stunden pro Woche Vollzeit arbeitet, der soll auch gut davon leben kommen können. Der soll nicht am Monatsende den Cent umdrehen oder klagen, dass er vielleicht die Miete, wenn ein Kind mehr dazukommt, sich nicht mehr leisten kann. Mhm. Ich will, dass Leute, die Vollzeit arbeiten, auch gut davon leben können. Deswegen wollen wir für alle, das gilt ja für alle, 1.700 Euro steuerfrei. Also es ist jetzt keine Einmischung sozusagen in die Gehaltsverhandlungen und in die Kollektivvertragsautonomie, sondern wenn ich ein Bild, es ist sozusagen ein Leserbrief in der Zeitung, Gehaltsverhandlungen heute. Nein, aber es ist ja gut, dass die Gewerkschaft, die Sozialpartner, da ist ja so eine Stärkung dessen, weil ich habe gesagt, die haben jetzt 1,5 Jahre Zeit, das auszuverhandeln. Und wenn es jetzt hier Probleme mit den Dienstgebern zum Beispiel gibt bei diesen Verhandlungen, kann man sagen, dass man spätestens 2021 hier seitens des Sozialministeriums hier eine Verordnung macht, damit dieser Mindestlohn auch anderwertig erreicht werden kann. Also Sie stellen denen die Route ins Fenster und sagen, verhandelt es aus oder wir machen es gesetzlich? Ich sage, es ist für die Menschen in Österreich notwendig, damit sie am Ende des Tages genug Geld in der Börse haben. Aber Sie würden es auch per Verordnung machen, haben Sie jetzt gesagt. Wenn es nach 1,5 Jahren, und das ist eine lange Zeit, nach 1,5 Jahren Gehaltsverhandlungen nicht gelingt, hier die Mindestlöhne bei 1.700 Euro, zum Beispiel bei den Rechtsanwaltsassistentinnen, Reinigungskräften hier zu erreichen. Ich habe die Idee gehört und habe natürlich sofort zum Nachdenken begonnen, habe mir dann gedacht, naja, die Unternehmer müssen das ja zahlen. Glauben Sie, die österreichischen Unternehmer können sich das alle leisten? Viele sind auf einem Niveau in der Gegend, sind bei 1.500 Euro, viele Branchen, manche aber auch darunter. Mhm. Glauben Sie, die österreichischen Unternehmer können sich das leisten? Ja, ich glaube das schon, weil die wissen eines, dass das, was wir hier machen, eine Stärkung des Konsums ist gleichzeitig. Indem ich den Menschen mehr Geld zum Leben gebe, wissen wir, dass vor allem kleine und mittlere Einkommen dazu, das ist belegt, dieses Geld wieder in den Konsum stecken. Das heißt, dieses Geld bleibt in der Wirtschaft. Das ist Konjunkturankurbelung. Und wenn ich gestern den Chef von IHS Kocher genau zugehört habe in der Zeit im Bild, hat er ja bestätigt, dass es jetzt dazu kommt, dass die Konjunktur, das Wirtschaftswachstum wieder leicht hinuntergeht und dass eine Konsumankurbelung, eine Konjunkturstimulation notwendig ist. Und das geht nur auf diese Weise, indem ich den Menschen mehr Geld zum Leben lasse, das sie für den Konsum wieder verwenden. Es kommt wieder der Wirtschaft zugute. Aber genau mit diesem IHS-Chef Martin Koch habe ich auch gesprochen. Der hat zum Beispiel auch in der Zeitung geschrieben, das ist eine Teilzeitfalle womöglich, ein Teilzeitförderprogramm. Man muss ja mitdenken, dann steigen die Gehälter, stellen wir uns vor, dann ist natürlich Teilzeit auch besser bezahlt. Und da wäre dann ein Förderprogramm, eben sagt das IHS. Und Frauen in Teilzeit, das ist etwas, was der SPÖ eigentlich gar nicht so schmeckt. Also ich glaube, diese Teilzeitproblematik muss man anders lösen als Verhinderung eines Mindestlohns. Und das ist doch eine wirre Argumentation, die ich nicht nachvollziehen kann. Teilzeit kann ich bekämpfen, indem ich den Frauen... Das sagt dasselbe, den Sie auch gerade gesagt. Ich sage aber nur, ich habe meine Meinung ist, dass ich Teilzeit bekämpfen kann, indem ich den Frauen ganztägige Kindergartenplätze endlich flächendeckend in ganz Österreich ohne viel Schließtage zur Verfügung stelle, damit sie die Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie wirklich haben. Das ist derzeit flächendeckend in Österreich leider noch lange nicht gegeben. Das ist eine Forderung, die ich habe, flächendeckender Ausbau. Damit kann ich Teilzeit bekämpfen. Und im Übrigen gibt es Länder wie die Schweiz, die Mindestlohn haben über 2.000 Euro. Dort ist das Lohnniveau generell höher in schon, der Schweiz. Schon, ja. Aber dort ist die Teilzeitrate deswegen auch nicht gestiegen. Also Sie glauben nicht, dass es zu einem Würgegriff wird, sozusagen der Unternehmer, die sich das nicht leisten können, haben Sie sich schon Nein, gesagt? Nein, deswegen wollen wir im Bund mit gutem Beispiel vorangehen und für den Bund jetzt schon diesen Mindestlohn ab 1.700 Euro fordern. Sie werden aber sicher auch mal die Frage gestellt bekommen, oder ich stelle sie Ihnen jetzt, wie treffsicher ist das, weil das kriegen ja dann nicht nur jene Menschen steuerbefreit 1.700 Euro, die wenig verdienen, sondern das kriegt auch der Manager, der Millionär. Ist das treffsicher? Es ist treffsicher, weil wir bei den kleinen Einkommen ja noch speziellere mit SV-Bonus erhöhen wir gleichzeitig. Sozialversicherungsbonus. Sozialversicherungsbonus, wo sich vor allem die kleinen Einkommen hier die Sozialversicherungsbeiträge über die Negativsteuer durch steuerliche Anreize wieder zurückholen können.
Ganz kurz noch vielleicht zur Migration. Das ist ein bisschen sozusagen in der öffentlichen Debatte jetzt nicht mehr so, drängt sich nicht mehr so in den Vordergrund, war für die SPÖ auch manchmal ein schwieriges Thema, hin und her gerissen vielleicht ein bisschen zwischen Mitgefühl und dem Wissen, dass der ÖVP und FPÖ mit einem strengen Kurs da sehr punkten. Sind Sie froh, dass es ein bisschen verschwunden ist in der öffentlichen Debatte zugunsten des Klimas? Ob ich froh bin oder nicht, ich denke, dass es aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist, vielleicht, aber es ist ja aus unserer politischen Realität nicht verschwunden als Thema. Und eigentlich bin ich dazu da, in der Politik die Dinge zu lösen. Und dasselbe gilt in der Migrationsfrage. Und da habe ich eine ganz klare Vorstellung, wie das geht, dass wir auf jeden Fall das, was wir 2015 erlebt haben, was alle Menschen in Österreich erlebt haben, das ist zum einen diese große Gastfreundschaft und Solidarität, auf die ich wahnsinnig stolz bin, die bis heute nachwirkt, der vielen Österreicherinnen, aber auch viel Verunsicherung und Ängste, die entstanden sind. Und wir müssen alles daran tun, dass wir diese unsäglichen Diskussionen, erstens über Salvini und Seenotrettung und so weiter, nicht mehr führen und dass sich 2015 nicht wiederholt und dass wir die Ursachen endlich bei der Wurzel packen. Weil das so ein großes Thema ist, würde ich es eh gerne konkret machen, weil Sie gerade gesagt haben, Seenotrettung. Es gibt immer wieder diese Debatten um Schiffe im Mittelmeer mit Flüchtlingen an Bord. Die EU konnte sich da bisher nicht auf eine Verteilung einigen. Österreich hat zuletzt keine Flüchtlinge aufgenommen von diesen Schiffen. Wie sehen Sie es? Sollte Österreich diese Flüchtlinge oder einige davon aufnehmen? Schauen Sie, genau diese Diskussion führen wir jetzt seit Jahren, seit 2015 kontinuierlich. Ist irgendetwas, ich möchte nur jetzt einen politischen Diskurs hier anstoßen, ist irgendetwas passiert? Für den großen Diskurs nehmen wir uns schon ein bisschen die Zeit. Nein, es muss jemand diese Flüchtlinge natürlich aufnehmen, aber ich sage, es kann nicht sein, dass Österreich, Deutschland, Schweden, die 2015 eine großartige Vorleistung gemacht haben, dass es immer die gleichen drei Länder sind, die hier aufnehmen. Ich denke, das muss eine fairere Verteilung sein in Europa, aber zuerst gilt es, Gedanken anzustellen, wie wir die Ursachen der Migration bekämpfen, indem wir sagen, Flüchtlingsursachen bekämpfen, Wirtschaftshilfe vor Ort in Afrika, Verfahrenszentren vor Ort. Diese Menschen dürfen erst gar nicht nach Österreich oder nach Europa kommen. Da haben sie eine Wüste durchquert und ein Mittelmeer überschifft unter größter Lebensgefahr. Das ist gefährlich für die Menschen und das ist inhuman. Wir müssen einen europäischen Plan haben, dass wir Verfahrenszentren mit raschen europäischen Asylverfahren in Afrika organisieren. Aber von diesem Kein Schritt bisher in diese Richtung getan. Aber von diesen Schiffen würden Sie keine Flüchtlinge aufnehmen, habe ich Sie richtig verstanden? Jemand, der hierher kommt und landet, es ist, solange diese hier landen, muss hier ein Asylverfahren gewährt werden in Europa. Das ist keine Frage. Aber es muss nicht immer Österreich sein und es muss nicht Deutschland und Schweden sein. Da gibt es andere Länder, die 2015 nicht tätig waren. Also nicht? Derzeit stehen wir nicht an erster Stelle, dass wir diese Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben wahnsinnig viel über Ihre Vorschläge gesprochen, die mitunter, das muss man dazu sagen, teuer sind. Das kommt dann immer die Frage der Finanzierung natürlich in den Raum. Ich rekapituliere es vielleicht noch einmal. Mindestlohn steuerfrei, das kostet den Staat allein 5 Milliarden Euro mehr, ist Ihre eigene Schätzung. Und ich habe mit mehreren Ökonomen gesprochen, die bestätigen das. Öffis ausbauen, die Öffi-Tickets billiger machen, Kindergartenanspruch, Steuern auf Mieten senken und. Viele Ökonomen sagen mir auch, das geht sich alles auf einmal nicht aus. Wie finanzieren Sie es? Zum Beispiel mit Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern. Wie finanzieren Sie es mit diesen Dingen? Ich habe das natürlich, diesen Plan, den wir für die nächsten 5 Jahre, die Legislaturperiode haben, wichtiger Investitionen, einige haben Sie heute genannt, natürlich mit einem Gegenfinanzierungskonzept mir belegen lassen. Das ist alles ausfinanziert? Wir haben das alles belegt und durchgerechnet und ausfinanziert. Und das sind Dinge, ich kann es im Detail, werden wir jetzt keine Finanzabhandlung hier machen, aber ich kann Ihnen einige Highlights daraus schon nennen. Ich meine, das eine ist, dass Sie schon erwähnt haben, ich möchte eine fairere Verteilung der Steuerlast in Österreich durch Einführung einer Millionärsabgabe. Millionärsteuer soll kommen. Eine Millionärsteuer soll kommen ab 1 Million. Bei Erbschaften oder Vermögen ab 1 Million. Das ist ein ganz klarer Plan, weil ich der Meinung bin, derzeit ist der Faktor Arbeit, das heißt die Arbeitenden zu stark besteuert. Arbeitende Menschen zahlen überproportional viel in den Steuertopf ein. Das ist nicht gerecht, wenn die großen Vermögenden, die Millionäre hier ihr Geld horten, anstatt ihr Geld in den Steuertopf, in den Sozialstaat, in unsere gemeinsame gesellschaftliche Aufgaben, die wir haben, wie Bildung, Krankenhäuser, Straßenbau,
auch beizutragen. Nur damit ich es richtig verstehe, also eine Vermögenssteuer, Millionärssteuer und auch eine Erbschaftssteuer ab 1 Million Euro, haben Sie gesagt. Christian Kerner hat auch immer, Ihr Vorgänger hat auch immer gesagt, eine Maschinensteuer möchte er. Sie auch? Das ist derzeit nicht in meinem Plan. Wir haben aber ganz klar eben diese 2 Milliarden würde das übrigens ergeben. Und ich möchte schon sagen, dass diese Erbschaftssteuer ab 1 Million nur 2% der österreichischen Bevölkerung betreffen würde. Das muss man auch immer klarstellen, dass das große Vermögen in einer sehr kleinen Gruppe gebunkert ist. 1% circa der österreichischen Bevölkerung besitzt mehr als 40% des Vermögens in Österreich. Also ich möchte, dass halt die großen Vermögenden ein bisschen mehr dazu beitragen, dass wir unsere Schulen finanzieren können in Zukunft, Krankenhäuser finanzieren, dass wir hier solidarisch uns alle zeigen. Und dann könnte ich, was sind weitere Posten der Finanzierung? Sind wir bald am Ende der Zeit. Okay, ich wollte Sie ganz kurz unterbrechen, vielleicht, weil ich wollte noch sagen, die Opposition hat natürlich den Riesenvorteil, sie kann alles versprechen und muss es, wenn sie in Opposition bleibt, nicht dann sozusagen umsetzen. Aber das werden wir sehen. Aber ich kann Franz Ihnen Müntefering meinen Finanzplan interessiert mich sehr. Franz Müntefering, Ihr SPD-Kollege, hat ja mal gesagt, Opposition ist Mist. Hat er recht? Ja. Okay. Frau Andy Wagner, wir sind fast am Schluss, noch nicht ganz. Es gilt einen Blick zu werfen ins Studio der ZIB2 zu Armin Wolf. Armin, was sind denn die Themen in der ZIB2? Guten Abend. Ja, wir bringen jetzt gleich wie jeden Montag die erste Analyse zu diesem Sommergespräch, wie immer mit dem Politologen Peter Filzmaier und heute mit Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon. Was bringen prominente Unterstützerinnen im Wahlkampf? Und wären regelmäßige Tauglichkeitstests für Autofahrer über 70 oder 80 sinnvoll? Mehr dazu jetzt gleich in der ZIB2. Armin Wolf war das aus dem ZIB2-Studio. Frau Andy Wagner, zum Abschluss, Sie sind die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokraten, haben wir schon gesagt, seit einem Dreivierteljahr jetzt an der Spitze und haben durchaus, glaube ich, einiges erlebt. Würden Sie Ihren Töchtern den Gang in die Politik empfehlen? Wenn Sie an die Zukunft glauben und das Gefühl haben, Sie müssen die Zukunft verbessern, und ich hatte dieses Gefühl eindeutig vor einem Dreivierteljahr, dass ich beitragen will, dass es in Österreich gerechter Zug geht, dass die Menschen mehr Chancen, faire Chancen haben, damit sie auch Sicherheit haben, wenn es um die Pflege geht, wenn sie keinen Job haben, dass die Politik ihnen Chancen gibt, wieder zurückzukehren. Wenn Sie das Gefühl haben, dann ja, zupacken und machen. Und eine sommerliche Abschlussfrage noch, passt vielleicht eh zur Familie. Wenn Sie grillen, zu welcher Fraktion gehören Sie da? Sind Sie bei denen, die die Würstchen runternehmen oder beim zünftigen Steak oder nur Gemüse und Brot? Zu welcher Fraktion gehören Sie quasi? Ich bin kein Steak-Fan. Ich habe die Würstchen ganz gern und esse dann vor allem den Mais und den Kukuruz dann noch, der gegrillt wird. Danke sehr, Pamela Rendi-Wagner, für den Besuch hier bei uns, für dieses Sommergespräch. Ich danke. Ja, meine Damen und Herren, das war also unser viertes und vorletztes Sommergespräch. In der letzten Ausgabe kommt dann am kommenden Montag Sebastian Kurz von der ÖVP hierher zu mir. Jetzt gleich gibt es, wie schon gehört, die ZIB2 hier zu sehen. Und ab 22.30 Uhr können Sie auf ORF3 dann die Sommernachgespräche mit Ingrid Thurner sehen. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend. Wunderbares Österreich. In Universum. Einzigartige Wildnis am Strom.